Folgenden Trick hätte ich in Tears of the Kingdom gerne 300 Spielstunden früher gewusst. Genauer gesagt geht es um den Eldra und Nydra Drachenstein, welche wir beide jeweils als Synthesematerial für unsere Schilde verwenden können, um so zum einen in Gebieten, in denen es kalt ist, uns zu wärmen und zum anderen in Gebieten, in denen es heiß ist, uns abzukühlen, indem wir die jeweiligen Schilde einfach auf unserem Rücken tragen und uns so das ständige Rüstungswechseln erspart bleibt. Schreibt mir gerne in die Comments, ob ihr den Trick schon kanntet.